Siehst du? Die waren damit beschäftigt, ihr brennendes Auto zu verlassen und sich in Sicherheit zu begeben. Deswegen haben sie mich nicht beim Reinfahren. Das war Blödsinn, aber. Andere Erklärung habe ich nicht. Nur weil es, wenn die Bullen so nachstehen, funktioniert das nicht mit. Ey, du Armleuchter. Mein schönes neues Auto. Na, das funktioniert eigentlich normalerweise nicht. Aber egal. So, finde ich den Honk jetzt oder nicht? Immer noch. Ja, da vorne steht er doch. Hat Häufchen Elend. What department Teddy Benavidez is in? No sir, I don't know no Teddy's. You sure about that? You want the last thing to come out of your mouth to be a lie? Schüchter ihn ein. Wie wär's denn, wenn ich dich mit meiner Schrotflinte ein bisschen kitzle? Shit, man. He's up on the top floor, apartment 151K. You have to walk the last few floors. Elevator don't go up there, they're fixing it up. Bleib liegen, du Lappen. Du telefonierst ja nicht sonst. Jeder, der rennt ja hier mit der Uzi rum, ey. Was geht denn jetzt ab? Mit dem Lift kommst du bis in den 20. Stock. Ehrlich? Ich habe gedacht, den Keller. Wo ist denn der Lift? Da ist der Lift. Drücke Nummer 1. Nicht Nummer 3, Nummer 1. Nummer 4. Nummer 1. Inneminim ist das Rappel in der Kiste. Inneminimi. Inneminimu natürlich. Holt schon bitte. Hey man, who are you? What are you doing here? I think he's moving in, man. Reicht das als Antwort, du Arschloch? Was willst du, Zipfel, mit deiner Pistole, hä? Mich damit kitzeln wollen, oder was? Lass das Ding fallen, du Honk. Ich mag's schon gar nicht von hinten im Stehen. Oh, der hat die Schrotflinte dabei. Oh, wir haben gerade Ding aufgesammelt. Mittig. Möchte. Von der oder von der Seite? Ich glaube, von der Seite kommen sie, oder? Oh ja, gut, dann gehen wir eben darum. Ist mir auch recht. So schnell wie du, ne? Eine Schrotflinte gehabt. Und hier Pistole. Ach, witzig. Können wir denn von lauter. Oh, Uzi. Danke. Munition für meine Mühle. Ich will nur sicher gehen, dass das Arschloch auch tot ist. Man kann ja nie wissen. Ich habe keine Granaten dabei. Scheiße, Mann. Die letzte habe ich vorhin. Naja. Hier, guck mal. Hey Honk. Lass mal hier ein bisschen aufräumen. Überraschungen mag ich mal gar nicht. Überraschungsbesuche schon mal überhaupt nicht. Wenn er was von hinten kommt zum Beispiel. Nein, ich mag es nicht von hinten genommen zu werden. Überhaupt nicht, mal gar nicht. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Gleich ist Zappenduster bei euch. Das will ich jetzt schon mal. Ey, jetzt komm schon. Das war's schon. Mehr ist da nicht. Bye.
Nee, die wollte ich ja nicht, ich wollte die haben. Wollen wir die Bude ein bisschen verschönern? Oh, sieh mal einer an. Too slow, Mamao. Mamao? Mamao? Ich wusste gar nicht, dass wir Mamao spielen gerade. Aber ist auch recht. Nee, die Pistole. Nee, nehmen lieber die Pistole. Er will aufs Dach. Schön, ich bin Hellseher geworden. Ach komm, du mir den Gefallen, komm raus, du Lappen. Davon ist noch einer. Ach nee, der ist oben. Das ist der rote Punkt oben. Hier sieht er überall gleich aus, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Pistole dabei, hab das Arschloch, das Blöde hier. Damit, der will mich doch wohl eher nicht mit der Pistole. Was willst denn du von mir? What's this about, pendejo? You owe Ray Bocino a lot of money. You should have paid. Those putos too old. They're finished, fool. This city don't belong to them no more. I wouldn't pay them shit. Ah, go fuck yourself. Boah, mit dem Kopf erst auf den Baum und dann. Naja, aus dem 20. oder 25. Stock runterspringen, erstmal Moos. Mal ganz ehrlich. Oh, 8500 Öcken haben wir gekriegt dafür. Was läufst du? Ja, ja. Ab in mein Ferrari. Tourismus. Entschuldigung, blöde Otte. Runter von meiner Motorhaube, ich muss nachhelfen. Das geht mal gar nicht hier. Fremde Männer auf meiner Motorhaube mit dir. Das geht nicht. Noch nicht mal auf den Kofferraum. Noch nicht mal oben auf dem Dach. Du Wildsau. Wen haben wir denn noch auf unserer Liste? Ray Pacino. Nee. Wie heißt der? Francis McReary. Na, Honk. Mal gucken, was der von uns will. Holiday, Holland Nights. Sure, Ma, sure. Okay. Yeah, I've always been a good boy. You know me, Ma. Platz. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I've got to go. Love you too. Good to see you. I'm sure. Ja, ich auch. You know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. Bist du auch ein Mörder? There's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen. I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's Kommt done zum Punkt. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake das war up! Schön. Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin.
But it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? How much? Good money. Kopfgeld. Wie viel? Two. Vier. You mean five. Fünf. Auch nicht schlecht. You know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to Vork site and call me. Fight, jeez. Fünf Riesen, natürlich. Mord ist schließlich auch was wert. 2000, ich glaube, jetzt geht's los, ey. Will mit der Honk hier verarschen, oder was? Ich hätte 10 verlangen sollen. Naja. Na klar, ihr jetzt auch noch. Kriegen wir doch noch ein Scharfschützgewehr, ne? Wo war das jetzt? Da drüben war das. Können wir jetzt Scharfschütze spielen? Können wir eben hier die Briefkästennummer, Telefon... Naja, Telefonzellen kann man nicht sagen. Ein paar Telefone habe ich jetzt gerade platt gemacht. Und die Bullen fahren hier mal wieder spazieren. Ach, der Vogel ist es. Das ist gar nicht der andere. Das ist der hier. Auch nicht schlecht. Da brauche ich etwas stärkere Munition. Waffe, weiß ich natürlich. Oder soll ich doch die Schrotflinte? I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. The guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Die müssen wir alle ausradieren. Anyway, projects all got the same layout. A staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Er hat sich anstecken lassen. Auch nicht schlecht. Nee, dann nehme ich doch lieber hier Schrumpfwindemäßig. Ich gehe mal kurz in Deckung. Sollen die Bullen hier rum hechten? Ich habe immer noch keinen Stern gekriegt, ne? Was passiert denn eigentlich, wenn die Bullen von den, die Gangster die Bullen erschießen? Kommen dann noch mehr Bullen und noch mehr Bullen und noch mehr Bullen oder war's das? Immediately, sofort. Die zwei haben wir ausradiert. Würdest du jetzt mal kurz über die Mauer springen? Oh, Pistolen, danke. Die Bullen sind tot. Könntest du vielleicht jetzt... Oh.